Was ist eigentlich Positionierung? Überlegen wir mal, das hätte jemand überhaupt noch nie gehört, Positionierung. Dann würde ich ihm Folgendes erklären. Ich würde sagen, das ist ein, wenn du positioniert bist, dann ist das ein merkwürdiges Versprechen an Kunden. Ein merkwürdig kannst du sagen, das ist, steht für komisch. Es steht aber auch für etwas, das wir uns merken. Ein merkwürdiges Versprechen an Kunden. Es kommt eigentlich, kommt dieser Begriff aus der Geografie. Und da besagt er einfach, das ist das Einnehmen einer konkreten, räumlichen, nach Koordinaten festgelegten Positionsangabe, Positionierungsangabe, Positionsangabe. Das heißt, in der Geografie gibt es nur einen Ort einmal. Wenn ich hier stehe, ist der Ort besetzt, hier stehe ich. Und das ist der Gedanke von Positionierung auch im Business. Dein Business gibt es nur einmal. Wenn du das schaffst, dass die Menschen das verstehen, das wollen, hast du keine Konkurrenz. Hast du so viel Wachstum, wie du möchtest. Also, jede Positionierung ist einzigartig und wir wollen diesen Punkt wählen, jeder von uns, dass wir so eine Positionierung haben. Und dann sagen wir klar, jetzt wird es etwas technisch, marketingtechnisch, dann sagen wir klar, welches Problem wir für unsere Kunden in welcher Zeit lösen. Welches Problem lösen wir für welche Kunden in welcher Zeit? Okay? Welchem Kunden wir welches Problem in welcher Zeit lösen? Jetzt weiß ich nicht, liebe Regie, sehen wir die Folie? Sehen die Teilnehmer die Folie? Ja? Okay, super, Dankeschön. Also, wenn ich einen Weltbestseller geschrieben habe, damals, mit 37, den ersten, dann deshalb, weil ich diesen Untertitel gewählt habe. Ihre erste Million in 7 Jahren. Das Geniale war die 7 Jahre. Ihre erste Million in 7 Jahren. Klare Zeitangabe. Wenn du es schaffst, in deine Positionierung eine Zeitangabe zu packen, ist diese Positionierung kritischer, weil Menschen sagen, das kann ja gar nicht sein. 7 Jahre ist ja viel zu kurz. Oder einige sagen, viel zu lang. Du machst dich angreifbar durch die Zeitangabe, du bist aber auch merkwürdig. Menschen merken sich, was du tust. So, jetzt kommt die Definition von Positionierung, die mir am besten gefällt. Vielleicht gefällt sie dir auch so gut, dann übernimm sie doch für dieses Seminar und in Zukunft. Positionierung heißt, ich tue, was ich liebe, für Menschen, die lieben, was ich tue. Ich tue, was ich liebe, für Menschen, die lieben, was ich tue.